Euler. Klar, nehmen wir an. Marketing-Telemetrie. Deep Silver erfasst anonyme Spieldaten. Technische Fehler zu identifizieren und zu beheben. Außerdem analysieren wir anonyme Daten zum Spielverhalten. Von mir aus. Ja, HDR lassen wir mal an. Wenn du das Logo nicht siehst, schiebe den Regler nach unten, bis es gerade so sichtbar ist. Ah, okay. Jetzt sehe ich es gerade so. Schwarzpunkt. Wenn du das Logo nicht siehst, schiebe den Regler nach oben, bis es gerade sichtbar ist. Ah, jetzt. Aber oh, ganz, ganz schwer. Machen wir mal so. Shader Pre-Catch. Ja, und während das hier runterzählt, herzlich willkommen zu Dead Island 2. Das Spiel war schon lange angekündigt. Ich glaube, 8 Jahre hat es gedauert vom ersten bis zum zweiten Teil. Und hier sind wir. Du hast keine Internetverbindung. Das sehe ich nicht so. Habe ich keine Internetverbindung? Ich glaube aber schon. Doch, habe ich auch. Tja, egal. Wir wählen gleich mal ein neues Spiel aus. Ja. Also wir kommen ja auf. Oh. Identify as human. Where the hell did you come from? Long Beach. I gave up my seat. It's gotta be 20 clicks. Through them. Can you catch me? Wow, looks like we're fully booked. Better grab my seat. Better be food on this flight. Ticket, please. Oh, sorry. Must be my jacket. This'll do. Oh my God, you're Emma John, right? And Robert Steele? Can I get a selfie? Wähle, mit wem du durch Hell splattern willst. Jacob. Kopf hoch, Sonnenschein, ich bin an deiner Seite. Okay. Jacob erhält einen stapelbaren kleinen Schadensboost, wenn er in rascher Folge angreift. Jacobs kritische Treffer erhalten einen moderaten Boost für kritischen Schaden und füllen Ausdauer auf, solange seine Ausdauer niedrig ist. Attribute: Zähigkeit 3 Punkte, Ausdauer 4 Punkte, Regenerationsfähigkeit 2 Punkte,
Kritischer Schaden 3, Beweglichkeit 3, maximale Gesundheit 5, Widerstand. Also jetzt mal nebenbei, wenn das Spiel so heftig ist wie das Intro, dann wow, wow. Dann kann man drauf aufbauen. Also war das krass. Allein der Sound drumherum, das Video. Da kann man auch mal 8 Jahre warten. Aber ich muss zugeben, ich habe das erste Spiel nicht gespielt. Für Dead Island bin ich gerade Neuling. Aber wollen wir mal sehen. Das werden wir auch auf die Reihe kriegen. Gehen wir mal zum nächsten. Da hätten wir Bruno. Ich glaube, er ist ein bisschen schlechter als Jacob eben. Auch vor allem die Gesundheit nur ein. Ich glaube, das wird ein Punkt sein, wo wir darauf achten müssen, dass das hoch ist. Carla. Erhält einen kleinen Schadensboost, wenn mehrere Zombies in ihrer Nähe sind. Carla erhält einen moderaten Zähigkeitsboost, solange ihre Gesundheit im kritischen Bereich ist. Ist ein bisschen zäher. Ausdauer hat sie, Regenerationsfähigkeit ist auch, Beweglichkeit. Widerstand ist sehr gut, maximale Gesundheit, ja, mittelmäßig. Kritischer Schaden, ich schätze mal, dass es bedeutet, wenn sie kritisch geschädigt ist, dass sie sofort umkippen könnte. Ey Gray, wollen wir hier ewig rumhängen? Lass uns endlich Gas geben. Dann haben wir Dani. Schätzchen, wenn du nicht aufhörst, deine Nase in meine Angelegenheiten zu stecken, dann lasse ich dich sie fressen. Okay. Dannys schwere Angriffe lösen beim Auftreffen eine kraftvolle Explosion aus. Dani gewinnt Gesundheit zurück, wenn sie mehrere Zombies in rascher Folge tötet. Das ist ja schon mal gut. Zähigkeit 3, Ausdauer komplett, wow. Widerstand, maximale Gesundheit, Beweglichkeit. Gut, Regenerationsfähigkeit ist natürlich sehr schlecht, aber wenn sie ihre Gesundheit beim Töten mehrerer Zombies in rascher Folge, ist nicht schlecht. Also ich glaube, sie ist momentan auf Platz 1 bei mir. Ryan. Ich soll was tun? Im Ernst? Ryan erhält einen moderaten Kraftboost, wenn er einen Angriff blockt oder ihm ausweicht. Ryan gewinnt jedes Mal, wenn er einen Zombie niederschlägt, Gesundheit zurück. Ah gut, ist natürlich sehr schlecht in der Beweglichkeit. Amy. Kuckuck und tot. Schon wieder. Amy gewinnt Ausdauer zurück, wenn sie einen Zombie mit einem Waffenwurf trifft. Amy erhält einen kleinen Schadensboost, wenn sie isolierte Zombies angreift. Das ist natürlich überhaupt nicht zäh. Gesundheit ist für mich auch ein bisschen sehr schwach. Also ich glaube, da sollten wir schon ein bisschen Wert drauf legen. Und das waren alle. Schauen wir uns nochmal Jacob an. Widerstand ist nicht so gut. Dafür hat er Gesundheit, Zähigkeit, Ausdauer. Ich weiß nicht so richtig. Ich schwank gerade zwischen Jacob und Dani. Die beiden scheinen ja eigentlich zumindest für mich die Besten zu sein. Hier ist mir der kritische Schaden eigentlich schon sehr gering. Wobei alles andere ja eigentlich okay ist. Beweglichkeit vielleicht noch nicht so top. Kann er wieder ein bisschen besser punkten? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir zwischendurch einfach mal unseren Partner tauschen können. Also Jacob, irgendwas in einem Punkt? Ja, im Widerstand. Regenerationsfähigkeit hat er sowieso nur 2. 3, 7, 9, 12, 15, 20, 21. Haben die anderen genauso viele Punkte? 3, 6, 9, 12, 17, 21. Nehmen wir Amy. Bist du sicher, dass du dich... Dani. Bist du sicher, dass du dich als Dani durch die Hölle von L.A. kämpfen willst? Du kannst währenddessen des Spiels nicht mehr deinen Schlechter ändern. Ach so, wir sind das. Das ist die Frage. Nichts gegen anderes Geschlecht, darum geht's mir jetzt nicht. Aber ich überlege gerade. Ich bin ja Johnny und ich verkörper ja einen Johnny. Ist Johnny ein Mädchenname? Ja, es ist immer so schwierig, gleich am Anfang jemanden auszuwählen. Ryan. Ich meine, ich bin zäh, aber wirklich würde ich mich auch schon mehr sehen. Und wenn wir das selber sind, Regenerationsfähigkeit.
Ryan erhält einen moderaten Kraftboost, wenn er einem Angriff blockt oder ihm ausweicht. Ryan gewinnt jedes Mal, wenn er einen Zombie niederschlägt, Gesundheit zurück. Hm. Ich glaube, wir bleiben trotzdem bei ihr. Regeneration gut ist nicht so doll, aber ich glaube, da das jetzt mich selber betrifft, sollten wir bei maximaler Gesundheit noch mehr darauf achten, dass es hoch ist. Und Ausdauer und Beweglichkeit finde ich selber eigentlich auch besser. Nehmen wir Danny. Wir sind jetzt Johnny. Danny, Johnny. Reimt sich auch. Passt. Flug der Verdammten. Los geht's! Kann ich hier laufen? Ja. So, wir suchen gleich zu Beginn mal ein Medikit, weil sie hier am Verbluten ist. Kann ich hier auch... Ne, öffnen geht nicht. Ja. Hallo, Medikit? Hier sehe ich schon mal nichts. Bin ich vielleicht sogar schon zu weit gelaufen? Schon ziemlich dunkel hier. Oh, hi. Ich wünsche dir auch einen guten Flug. So. Ja, wo soll ich denn hier ein Medikit finden? Gehen wir die Sache mal sachlich an. Eigentlich ist so ein Medikit ja immer bei dem Erste-Hilferaum. Da oben, da wo es auch parkiert ist. Könnte man vielleicht auch schneller sehen. Aber ich bin ja neu dabei. Mensch, du hast es doch gerade geschafft, dahin zu gehen. Kleine Tetanus-Impfung so nebenbei. Mach, dass du hier rauskommst. Alles klar. Hier schreit doch noch jemand. Ah, da können wir raus. Leertaste und W. Wow. Alles klar. Also die Grafik ist schon mal der Hammer. Ist das heftig. Okay, suchen wir nach anderen Überlebenden. Drücke Steuerung links, um zu kriechen. Tut das nicht weh, wenn du hier auf der Glut die ganze Zeit läufst? Hallo, hallo. Du musst da weg. Das ist nicht gut für Haut. Hallo? Du musst hier raus. Das ist nicht gut für deine Haut. Ach, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Oh, was haben wir hier? Ich brauche was, mit dem ich zerballern kann. Trümmermachete. Kämpf dich durch. Okay, mit linker Maustaste schlagen. Links zwar kriechen die Steuerung. Dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Ja, also ich wurde natürlich unterbrochen bei dem Spiel. Nein, Spaß zur Seite. Oben haben wir GPS, wie weit wohin wir gehen müssen. Metallteile. Nehmen wir mit. Eine Metallkiste.
I'm sure I'll use it someday. Ja, genau. So. Bin mal gespannt, ob ich den ersten Kampf gleich richtig schön verkacke oder ob ich es schaffe. Nein, lange wurde auf das Spiel gewartet. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Wieso komme ich jetzt nicht rauf? Aber ich hoffe, dass das keine Behinderung in diesem Spiel sein soll. Wieso darf ich... Okay, ist nicht der Weg. Da lang sollen wir. Komme ich da vielleicht hoch? Ja. Bitte seht es mir nicht übel, wenn ich immer noch eine Pfeife bin teilweise. Im Zocken. Ich glaube, wenn wir hier mit Taschenlampe durch sollen... Ich meine, das ist ja schon das Tutorial. Drücke E, um Zombies und auch alles andere, was sich dir in den Weg stellt, mit einem Tritt zurückzustoßen. Hallo? Aufwachen! Der Flug ist vorbei. Geht dann nicht. Wow. Ja, also ich glaube, es ist zwar das Tutorial, aber ich glaube, gerade deswegen werden wir hier gleich Besuch kriegen. Nimmt mir das bitte nicht übel, wenn ich gleich ganz schlecht bin. Oh. Das gehört da rein. Kollege, was hast du denn gegessen? Ja, scharfer Döner bestimmt. Ich lass dich mal hier machen. Okay. Ich glaube, da sollten wir nicht rangehen. Das hört sich so an, als wenn das gleich hochgeht. Oder soll ich? Das war klar. Weiche den Flammen aus. 2 Meter, gleich sind wir da. Da oben sollen wir hin. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Die Überlebenden sind ganz in der Nähe. Ich soll den hier drücken, um zu rennen. Also die Steuerung muss ich, glaube ich, nochmal anpassen. Ganz so schön finde ich es nicht, aber das ist ja Geschmackssache. Oh, hier ist Geschrei. Almost there. Will you stop firing those bloody flares? What? Stop firing those. What was that? Was ist uns da für die Füße gefallen? Okay, kann ich nicht wegtreten. Oh, erste Hilfepaket. Alles mit F. Kollege, bleib mal cool. Anyone hurt? Just a few bruises. I think we got lucky. I'm Michael. Danny. This is fucking tremendous. Emma, darling, I'm so sorry about Robert. Why? I mean, this is all his fault, the selfish wanker. Will you stop standing there and find me some fucking shoes? You're right, boy. You got blood coming out your ears like... What? I can't hear you. I got blood coming out of my ears. Well, I mean, what are we going to do? Not stand around here like idiots? People, this is Emma Jaunt. Grant. Of course you know what a huge star she is, Romero winner no less. We need to get her home to safety. What was that? Careful. Let's give it a lash. Ich glaube, wir machen Begegnung mit unserem ersten Zombie. Oder auch nicht. My wife. Oh, Jesus. She's got a pulse. Small mercies. Give us a hand then. Michael, help. Ready? Lift! It's too heavy! Mann, ihr seid Männer! Dann tut doch was! Look, we can't just leave him here to die. I mean, perhaps we should stay. Darling, the world needs... Ja, ganz schlau. Will I, yeah? Sie sind hier. Okay, Michael, are you sure?
Here is my address, in case you change your mind. Ja, vielleicht können wir uns ja mal treffen. Schönen Familienspieleabend. Oh Mann. Sure, fantastic. No bother at all. Off you go. Hole Hilfe. A fellow survivor. Looks like they're in shock. Oh. F. Oh, ganz schnell F. Links. Wegtreten. Bring es um. They can be killed. Oh, oh. Das hört sich nach noch mehr an. Oh. Ich find's auch schön, dich kennenzulernen. Okay. Oh, meine Güte. Was ist hier denn los? Ja, wir sind gleich mal mittendrin, ne? Oh, du willst auch zur Party? Du weißt ja, keine Arme, keine Kekse. So, was? So, ich weiß jetzt nicht, ne? War's noch nicht? Oh, zwei mit einem. So, da ist noch einer auf. Oh. Unser keinarmiger Bandit. Bringe sie alle um. Wow. Hier ist jetzt was los. Da ist sogar noch ein Baseballschläger. Okay, als erstes schnappe ich mal die, die schon stehen. Das bedeutet, dass ich ganz zum Schluss bei dir sein werde. Hier kommt niemand um die Ecke. Okay. Aus dem Weg. Auf die Rübe. Ich glaube, da ist sowieso nichts mehr kaputt zu machen, aber naja, deine Waffe ist kaputt. Hier ist eine neue. Ist auch noch eine neue. Ich weiß gar nicht, wie ich die auswählen kann. Alles klar. Kleine Kneipenschlägerei hier. Kannst auch gerne noch was abkriegen. Schlage das brennende Rad herunter. Hier doch irgendeiner noch da. Du auch noch? Oh, sieht so böse aus. Und jetzt? Trümmerhammer. Ah, okay, so kann ich. Ach so, okay, die Zahlen sind die Tasten. Oh, das gibt Kopfschmerzen. So, weiter geht's. Schlage das brennende Rad herunter. Dahin sollen wir gehen. Aber nicht über diesen Weg. Ach so. Rechts gedrückt. Oh, wer ist hier? Da. So. Es tut mir leid, aber du störst. So, dann feuern wir das mal darauf. Und ich schätze mal, da unten wird nichts mehr rauskommen. Okay, ich hab Zeit für dich. Oh, fuck's sake. How are we meant to get out of this, like? Hey. Oh, Jesus. Oh, God. How the fuck did this happen? It's not meant to be like this. Deep breaths now. Have some water. Wake up now, Björn. Can you hear me? Have a little drink of water for me. Do you good. Oh.
Oh shit. Okay, Augen-OP. Fuck me, I was trying to help you. Tja. Oh, der hat sich selbst befreit. Das sieht ja aus wie Hackfleisch. 66 Alpine Drive. Wow, diese Frau ist echt tough. Dead Island 2. Oh, Entschuldigung, das ist Englisch. Dead Island 2. Oder lieber Dead Island 2. So, das war anscheinend das Intro. Das kleine Tutorial. Quests lassen sich nachverfolgen. Auf Ziele und Aufzeichnungen greifst du über die Menüoption Quest zu. Ist das so ein Zombie-Model? Ich könnte mir das so gut bei Titanic vorstellen. Bin der König der Welt. Okay. Lassen wir das lieber. Auch die Musik im Hintergrund. Ich versuche gerade ein bisschen still zu sein. Finde ich mega. Wir haben echt auch hier was auf die Beine gestellt. So, wie es aussieht, haben wir es irgendwo auf den Hinterhof geschafft. Woken up in worse places. Bel Air. Somehow I'm pretty sure I'm in Bel Air. Hope it's the right bit of it. Was du in Bel Air bist, wusstest du wahrscheinlich nur wegen der Aufschrift. Wo bin ich in Bel Air? Kann ich hiermit irgendwas machen? Verteilerkästen dienen der Stromversorgung von Objekten. Echt? Finde eine Sicherung und platziere sie in einem Verteilerkasten, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Das hat nicht geholfen. Okay, was haben wir hier? Paket. Emmas Wohnung liegt auf der anderen Seite des Anwesens. Du musst dich durchkämpfen, um dorthin zu kommen. Navigiere mit WASD durch die Karte. Okay. Ist schon mal nicht so wenig. Wir sind hier. Ich schätze mal Emmas Anwesen. Das ist Emmas Anwesen. Achso, wir müssen nur durch den Zaun durch. Ja, verstehe. Okay, hab verstanden. Du kannst mit Enter Wegpunkte auf Symbolen platzieren, die dann auch auf deinem Kompass erscheinen. Das ist schon mal gut. Hier sind Fragezeichen. Das heißt, da werden wir auch Missionen haben. Okay. F4, Spieler. Da bin ich. Verfügbare Quests. Keine Gegenstände. 70 Alpine Drive. Legend. If I cut through this place, I'll come out right by Emma Jones.